wir suchen immer noch. Es ist einfach nicht vorhanden. Ich will um die Welt fliegen, will mich wiedersehen. Ich will mich wieder erkennen, auf Wiedersehen. Ein bisschen Regen wieder hier. Wir sind auch schon in den Startzeiten des Monsuns unterwegs. Schwarzer Kaffee, schwarzer Kaffee. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Sachen sind gepackt. Es geht heute weiter. Wir bleiben in Thailand noch eine Weile. Und es geht auf die Insel Koh Samui. Und zwar mit dem Flugzeug, mit dem Bus und mit der Fähre. Ja. Die, alle guten Dinge sind drei, sagt man. So wie drei von diesen Sandwichen. Was ist da drin? Was ist das? Weiß ich nicht mal. Schinken oder andere? Schinken und Käse, was für ein Sandwich? Schlägerfleisch von der Straße. Schinken. Das sind so abgepackte Mango. Pickelt, ja. Pickelt. Also die wollten irgendwie die hier... Ich wollte keine abwaschen, die will ich verschaffen. Haribo Gold werden nachmachen oder so. Ich werde das abwaschen. Und die schmecken also wirklich. Die schmecken total scheiße. Die stinken auch irgendwie so Essigmäßig oder sowas. Ja, was ist das? Oh. Ja. Das für mich? Das passt eigentlich überhaupt nicht. Der Kaffee schmeckt auch ganz bescheiden. Aber... Der schwarze Kaffee, der bleibt immer noch. Schwarzer Kaffee, schwarzer Kaffee. Ja, wie man sieht, ist hier alles sehr, sehr verpackungslastig. Es geht los. Let's go. Let's go. Raus hier. Das ist die Grab Taxi App, mit der wir uns jetzt ein Taxi geordert haben. Hier könnt ihr sehen, in 9 Minuten ist der gute Herr da. Ja, und die funktioniert eigentlich sehr stabil bis jetzt und sehr gut und wirklich auch sehr schnell. Es sei denn, er steht im Stau, was er 100% gerade macht. Taxi ist da, es geht los. Auf die Schuhe. So, jetzt sind wir hier im Airport, unseren Boarding Pass erhalten. Und jetzt ab zu den Gates. Ja, und hier gibt es einfach alles. Alles, was man überall kennt. KFC, Burger King, McDonald's, Subway, Mr. Cup Tea, alles. Aber wir legen erstmal einen kleinen Rast ein hier bei Mc's. Mit einem Gourmet-Kaffee. Wie viele Flavors sind da? Ich weiß, zwei? Sogar. Chicken Nugget. Aber nur eins. Und was ist das? Ja, weiß ich nicht. Mc's McDonald's doch nicht gleich, ne? Überall ist es überall anders. Und in Indien war McDonald's fast komplett vegetarisch. Ja, da war Curry-Sauce sogar. Höchstens mal ein Chicken drin. Was ist das denn hier? So ein Würfler. Falls man beim Knüffeln keine Lust hat, selber zu würfeln. Es wird einem schon alles vorweggenommen. Was es nicht alles gibt. Ja. Oh, ein Happy Ball. Ah, fühlt man sich doch gleich viel happier. Squeeze the banana. Eine Banane zum Quetschen.
So geil. Boah, Pokémon. Ja, richtig viele. Jawoll. Pikachu. Jawoll. Alter, das wäre ein Traum damals für mich, ja, als ich noch Pokémon-Fan war. Sogar ein Relaxo. Geil. So, jetzt gehen wir aber zu den Gates. Und ab in den Flieger. Und gleich geht's los. Winke, winke. Hier hinten sind noch fenstervolle Fenster. Ja. Fenster. Die Nebelmaschine hier. Leider nicht Disco. Nebelmaschine. Leute, jetzt gucken wir, wie wir den Bus kriegen. Ah, das ist unser Bus hier. Der wartet direkt vorne, wenn man aus dem Flughafen rauskommt. Also sehr, sehr easy. Jetzt sind wir jetzt in dem Bus. Und auch hier, sehr geil. Du wirst quasi als Tourist hier komplett geführt. Du kannst auch hier ein Ticket für einen Kleinbus sofort kaufen und wirst, wenn du von der Fähre zurückkommst, direkt zu deinem Hotel gefahren, egal wo. Ne? Wir wissen noch nicht, ob wir das jetzt bezahlen werden und also kaufen werden. Wir schauen vielleicht auch vor Ort, ob wir es günstiger kriegen. Aber es ist auf jeden Fall sehr einfach machbar, darüber zu kommen. Vielleicht gehen wir auch zu Fuß. Vielleicht gehen wir auch zu Fuß. 22 Kilometer, eigentlich habe ich kein Problem damit. Ich auch nicht. Alter Schwede. So, jetzt sind wir hier bei der Fähre. Die nächste Station. Nahtloser Übergang. Wir müssen jetzt durch den Monsunregen hier laufen. Das sind voll die Büchsen. Let's go. Ja.
Jetzt geht's im krassen Regen zur Fähre, die ist auf. 14 Uhr geht das los. Juhu! Shit, Alter. Alles voller Regen. So, das ist ja hier auf der Fähre. Stürmisches Wetter und es ist sogar kalt. Nee, so haben wir uns Thailand nicht vorgestellt. Aber es ist schön. Und vielleicht haben wir ja drüben besseres Wetter. Das Wasser sieht wirklich gut aus. So grünlich, bläulich, türkisig, keine Ahnung. Und das Regen ist im Strömen. Wir sind schon klitschnass. Es geht gleich los. Dann sind wir mal gespannt. Also es hat hier gerade ordentlich gescheppert. Ich habe mir richtig in die Hosen gemacht. Alter, das war richtig gruselig gerade. Ich muss so voll laut aufschreien wegen dem Blitz. Richtig gedonnert. So, jetzt haben wir das Ganze gestartet. Endlich. Es ist schon 14:45 und jetzt geht's rüber auf Koh Samui und ja, wir sind gespannt, ob das Wetter da genauso ist. So weit ist es nicht entfernt. Wir hoffen mal das Beste, ne? Nicht wahr, ihr Lieben? Wir sind da. Wir sind da. Really nice. Ja. So, jetzt haben wir so ein Taxi genommen für 600 Baht. Ich hab keine Zeit mehr für euch, denn ich fliege davon. Ich hab keine Zeit mehr für euch. Ich hab keine Zeit mehr für euch, denn ich fliege davon. Ich hab keine Zeit mehr für euch, ich beginne von vorn. Leute, ich will beim Thai-Boxen mitmachen, denn ich bin hier auch dabei. Seht ihr das? Schau Katharina mal. Katharina aus Schweden. Ich wusste gar nicht, dass du aus Schweden kommst. Ja, so schnell kann sich das ändern. Verfolgt das, ob ich gewinne. Jetzt geht es zur Suche vom Hotel. Ich meine Villa, unsere Villa. Ja, nicht einfach zu finden, denn unsere Villa soll sich hier befinden laut Maps.me. Aber wir suchen jetzt hier uns dumm und dämlich. Es soll angeblich da weiter hinten sein, hinterm 7-Eleven. Wir schauen damals nach. Chicken. Echter Chicken hier. 7-Eleven. So. Wir suchen immer noch. Es ist einfach nicht vorhanden. Ja, wir haben angeblich hier die Villa oder die Gebäude, die wie auf den Bildern aussehen, gefunden. Und haben jetzt an der Rezeption angefragt, aber irgendwie kommt da gerade nichts zustande und wir sollen dann dauernd warten und die können nichts finden. Es ist merkwürdig.
was uns gerade bei Booking.com hier geboten wurde für die paar Nächte. Wir sitzen hier schon bestimmt eine Stunde oder so. Ja, wir sind endlich da. Es ist verdammt spät. Wir haben den ganzen Tag wieder rumgereist. Wir waren richtig an der Rezeption vorhin. Bloß gehört das hier jemand anderen und wir wurden vermittelt. Leider nur sehr schwierig und ja, sehr unverständlich. Aber wir sind jetzt endlich da und es ist eigentlich hier richtig geil. Was haben wir jetzt als Kaution hinterlegt hier? 1000. Nur vom Tag bleibt leider nicht mehr viel über. Es geht nicht zu, und das geht auch nicht zu. Naja. Nichtsdestotrotz zeige ich euch jetzt die Bude, denn sie ist der absolute Wahnsinn. Ja, das ist unser Aufenthaltsraum. Riesengroß, es ist alles da. Alles, was man braucht oder nicht braucht. Hier fette Couch, hier werden wir richtig schöne Zeiten haben. Waschmaschine, Küche, alles verdammt nochmal. Hier, Garten. Hier können wir fett chillen. Richtig geil. So, Kühlschrank. Ja, wollen wir nicht erklären. Das ist alles, wirklich alles. Bis zum Smoothie-Mixer. Hier ist ein Klo. Nagelneu. Ich glaube, das ist bis jetzt alles unbenutzt. Und jetzt gehen wir nach oben zu den Kollegen. Oh, da ist ja schon einer. Was geht ab? So, drei Zimmer. Roman und Julia haben ihr eigenes Wahnsinn. Oh, Alter, wieso hab ich das nicht? Naja, wie gesagt, alles nagelneu. So, jeder hat irgendwie einen Balkon auf seiner Seite. Die haben sogar Meeresblick hier. Sieht man gerade nicht wirklich. Irgendwo dahinter soll das Meer zu sehen sein. Ja. Ja, dann gibt es hier einen leeren Raum. Ankleidezimmer. Was auch immer. Ankleidezimmer. Und ein Hut. Gibt's hier auch noch. Ja. Und dann haben Katja und ich jeweils fast das gleiche Zimmer. Auch alles nagelneu, auch ein Balkon da hinten. Yeah! Und sie hat sogar ein Ankleidezimmer, das habe ich nicht. Das hat sie über Strom verhält, wie das machen. Und das ist mein Zimmer. Ja. Ja, minimalistisch. Passt.